zeige dir jetzt, wie man einen Videotitel einfügen kann. Und der Videotitel gehört natürlich an den Anfang eines Videos. Wenn ich jetzt hierher gehe, dann schiebe ich hier diesen Regler, diese Anzeige an den Anfang. Suche mir dann entsprechend einen Ribbon, gehe auf den Ribbon Startseite und habe hier schon diese Eintragsmöglichkeit Titel. Es wird hier dann etwas angezeigt und ich könnte jetzt hier dann eintragen, mein Garten Video 2015. Klicke jetzt mal daneben, habe die Möglichkeit, eine andere Schriftart zu wählen. Jetzt könnte ich hier mal dann dementsprechend festlegen. Und natürlich auch, wie lang dieser Titel hier eingeblendet werden sollte. Machen wir mal 3 Sekunden. Ich klicke auf Start. Und es wird hier mein Gartenvideo 2015 dann schon eingeblendet. Wenn ich einen Doppelklick mache, ich habe nur 3 Sekunden gehabt, dann muss ich also schauen, dass auch hier dann dieser Teil ebenfalls dann 3 Sekunden ist, denn diese 3 Sekunden haben sich ja dann hierauf bezogen. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehen würde und das hier dann zum Beispiel auf 5 Sekunden einstellen würde, dann würde hier der Titel, mein Gartenvideo, auch dann hier noch eingeblendet werden, wenn auch schon hier dieses Bild hier zum Beispiel eingeblendet werden würde. Man sieht das hier. Ja. Das wird also hier ebenfalls noch eingeblendet. Wenn ich dann hier eine Musik haben möchte, könnte ich hierher gehen zum Beispiel kopieren. Dann wird diese ausgewählt, geht sie her, ganz in den Anfang, klickt auf Einfügen und habe dann hier entsprechend dann das Video. Klick auf Start. Und das wird dann hier dann ebenfalls dann noch eingeblendet. Wenn ich möchte, kann ich natürlich auch seinen Titel dann innerhalb dann einfügen. Wenn ich jetzt hierher zum Beispiel gehe, würde ich hier auf Titel einfügen, könnte ich jetzt sagen, Blick auf die Terrasse. Dann habe ich hier einen Zwischentitel. Vielleicht würde es sich empfehlen, das dann, naja, das könnte ich dann, was machen wir denn da, wie lange machen wir denn das? Textdauer machen wir vielleicht 3 Sekunden. Und diesen Videoteil hier machen wir sehr kurz. Den machen wir vielleicht eigentlich dann nur 2 Sekunden, dass schwarz ist. Ja, das lassen wir dann so. Dann schauen wir uns das einmal an. Wie das wirkt auch innerhalb dann letztlich. Also wird dann hier eingeblendet. Es geht dann darüber hinaus. Ja, hier kann ich dann hergehen und könnte das dann hier verlängern. Könnte hier auf 5 Sekunden gehen und das würde dann darüber hinausgehen. 1, 2 und dann geht es noch ein bisschen dann da hinein. So viel zum Einfügen von Titeln.